Ach Leute, die momentane Jahreszeit ist wirklich meine allerliebste. Wieso? Na, weil das die Zeit ist, in der viele Menschen auf YouTube eine Top 10 Liste mit ihren 10 besten Spielen des Jahres aufstellen. Ein persönlicher Jahresrückblick auf Spiele-Highlights. Es ist aber auch eine Zeit, in der die Fanboys aus ihren Kellern kriechen und rumschreien, dass man im Unrecht ist. Das muss auch gar nicht begründet werden, wenn weder Assassin's Creed Black Flag noch Splinter Cell Blacklist, ja nicht einmal Battlefield 4 auf der Liste vertreten ist, dann ist diese Liste falsch und man selbst ist ein Spasti, der keinen Plan hat. Was viele einfach nicht verstehen, ist, dass Top 10 Listen dazu dienen, noch einmal auf das Jahr zurückzublicken, über gespielte Spiele zu reflektieren und dann zusammenzufassen, was man in diesem Jahr alles gespielt hat und was davon das Beste war. Ich kann die drei eben genannten Titel nicht in meine eigene Liste stecken, weil ich sie nicht gespielt habe. Die Spiele, die ich ausgesucht habe, sind die, mit denen ich dieses Jahr am meisten Freude hatte. Das ist eine subjektive Meinung und ich versuche hier auch niemanden von meiner Meinung zu überzeugen. Wenn ihr eine eigene Meinung habt und andere Spiele gut fandet, ist das völlig in Ordnung. Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren eure persönlichen Highlights des Jahres mitteilen oder eine Videoantwort posten. Bevor ich jetzt also meine Highlights präsentiere, schauen wir uns noch einmal ein paar andere Spiele an, die ich dieses Jahr gespielt habe und die eine Erwähnung verdienen. Orcs Must Die 2. Dieses Spiel ist ein gutes Beispiel dafür, dass man das Gute aus einem Vorgänger beibehalten und zu etwas noch Besserem erweitern kann. Der gelungene Mix aus Tower Defense und Third Person Action bietet im zweiten Teil mehr Fallen, mehr Gegner, mehr Level, mehr Spielmodi, mehr Humor, mehr Schweinchen, mehr Waffen und lässt sich auch im Koop mit einem Freund spielen. Ich empfehle jedem, sich einen Kumpel zu krallen und diesen Genre-Mix mal auszuprobieren. Sogar die Level aus dem Vorgänger könnt ihr hier spielen. Es macht verdammt viel Laune und günstig ist es auch. Thomas Was Alone. Ohne viel über das Spiel zu wissen, habe ich einfach mal drauf losgespielt und wurde positiv überrascht. Das Spiel schafft es verblüffenderweise, einfachen geometrischen Figuren Persönlichkeit einzuhauchen. Der Sprecher in diesem Spiel ist grandios und erinnert mich an The Stanley Parable. Der Soundtrack ist super, die Story und der geniale Humor sind voll mit philosophischen Fragen und Anspielungen. Und obwohl das Spiel nur 3 Stunden lang ist und es als pures Jump'n'Run gerade mal durchschnittlich und kaum fordernd wäre, musste ich auf dieser Reise mit Thomas, Chris, John, Claire, Laura und wie sie alle heißen, immer wieder schmunzeln. Diese wahnwitzige Idee, Quadrate mit Persönlichkeit zu erschaffen, ist so absurd, dass es unglaublich gut funktioniert hat. Dark Souls, die Prepare to Die Edition für den PC. Dark Souls ist wohl eines der großartigsten Action-Rollenspiele, die ich je gespielt habe. Eine riesige Welt voller Geheimnisse, die der Spieler selbst ergründen muss. Das Kampfsystem ist leicht zu lernen, aber schwierig zu meistern. Umfangreiches Gegnerdesign und geile Bosskämpfe. Viele Spieler wenden sich von Dark Souls ab, weil es ihnen zu schwer ist. Das hat dieses Spiel nicht verdient. Wenn man sich reinhängt und was leistet, wird man vom Spiel belohnt werden. Und das bietet genug Motivation, auch die nächste Hürde zu nehmen. Ich habe über 60 Stunden mit Dark Souls verbracht und jede Minute davon hat sich gelohnt. Auf der anderen Seite ist der PC-Port ranzig und lässt sich nur mit einem Fanfix gut spielen. Und auch die Maus- und Tastatursteuerung ist nicht das Gelbe vom Ei. Trotzdem ist Dark Souls auch auf dem PC großartig. Ich freue mich schon auf den Nachfolger und bis der erscheint, kann ich auch noch Demon's Souls spielen. Deadpool. Ich kannte diesen Marvel-Helden nicht einmal, bis dieses Spiel erschien. Warum sich der Entwickler High Moon Studios entschloss, gerade diesem Charakter ein Spiel zu widmen, merkt man beim Spielen. Das Spiel ist voll mit Deadpools stumpfen Humor. Und das ist auch gerade das Highlight. Deadpool hält sich nämlich nicht einmal an das Skript seines eigenen Videospiels. This is bullshit. A script? Like some dingus word writer is gonna know better than me how to show how amazing I am. Er will nur die bösen Schurken kalt machen, seinen Lieblings-Taco-Stand retten und am Ende als Held dastehen. Und obwohl das Spiel kaum spielerische Tiefe bietet und recht kurz ist, reicht dies aus, um zu unterhalten. Deadpool hat es nur knapp nicht auf meine Top 10 Liste geschafft. Ich hatte aber trotzdem viel Spaß damit. Im Gegenzug kommen jetzt noch die größten Enttäuschungen des Jahres. Dead Space 3. EA zerstört seine Franchises. Daran müssen wir uns gewöhnen. Auch Dead Space konnte dem nicht entkommen. Das Spiel wurde auf Action ausgelegt, um mehr wie Mass Effect zu sein. Horror bekommt ihr in Dead Space 3 nicht.
Und für mich als Dead Space Fan ist das eine Enttäuschung, weil ich in der Dead Space Reihe keinen Koop-Shooter, sondern Survival-Horror haben wollte. Hoffen wir nur, dass EA die Reihe ruhen lässt, damit wir uns wenigstens noch an den guten ersten und den akzeptablen zweiten Teil erinnern dürfen. Dead Island Riptide. Was war das denn, Techland? Was genau sollte Riptide denn nun werden? Ein Nachfolger? Denn so fühlt sich das Spiel nicht an. Es hat einige neue Ideen, aber die werden nicht konsequent umgesetzt. Es sieht grafisch einen Tick besser aus als der Vorgänger, dafür sind die neuen Animationen unfertig und das Ragdoll ruckelt so vor sich hin. Sogar der Umfang ist geringer als im Vorgänger. Riptide fühlt sich eher wie ein unfertiges Add-on an. Die Quests sind eintöniger, die neuen Zombie-Arten teilweise unspektakulär, die Story ist absoluter Müll und den Fokus auf Schusswaffen zu setzen, war ebenfalls eine schlechte Idee. Ein ausführliches Video zu dem Thema habe ich bereits gemacht, aber hier nochmal. Wenn ihr Bock habt, mit euren Freunden Dead Island zu zocken, kauft euch den ersten Teil. Amnesia, A Machine for Pigs. Noch eine Horrorreihe, die gegen die Wand gefahren wurde. Naja, ganz so schlimm nicht, aber mit Horror hatte A Machine for Pigs fast nichts mehr zu tun. Das Spiel erzählt eine düstere Geschichte, die auch wirklich gut ist. Aber meine Frage dazu wäre einfach, warum ein Amnesia-Spiel? Merkt man nicht, dass man Kunden damit verarscht? Das Spiel hätte als Standalone A Machine for Pigs veröffentlicht werden können, ohne das Amnesia im Namen. Denn es hat nichts mit Horror zu tun. Klar, man hat keine Waffen und nur eine Lampe, man findet Notizen, es gibt kleinere Physikspielchen und hin und wieder wird man auch mal gejagt. Aber all diese Dinge hat The Dark Descent besser gemacht. Lediglich die Story ist bei A Machine for Pigs besser. Viele, die das Spiel aufgrund der Story verteidigen und sagen, dass es ja eigentlich gar kein Spiel ist und dass das auch gut so ist, übersehen dabei, dass Spieler ein Spiel spielen wollen. Und das bietet A Machine for Pigs kaum. Rise of the Triad. Eigentlich hat mich Rot echt gut unterhalten. Das gelungene Remake eines Oldschool-Shooters mit Rätseln, Jump-Puzzles und Bosskämpfen ist an sich kein schlechtes Spiel, wenn es nicht so verbuggt wäre. Dabei handelt es sich nicht nur um Kleinigkeiten, sondern um Gamebreaker. Und auch hier könnte man das Spiel verteidigen, da der Entwickler Interceptor Entertainment ein kleiner Entwickler ist, der teilweise über Skype gearbeitet hat. Da kann sowas schon mal passieren. Aber müssen wir jetzt über die Bugs hinwegsehen, nur weil der Entwickler klein ist? Nein, natürlich nicht. Bugs bleiben Bugs, egal ob nun in Rot oder in irgendeinem Spiel von Activision oder EA. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Danke an Timon von Kreos Design für die tollen Animationen, die er zu diesem Anlass für mich gemacht hat. Seinen Kanal findet ihr in der Beschreibung. So, jetzt geht's aber wirklich los. Hier sind meine 10 besten Spiele 2013. Platz 10. Far Cry 3 Blood Dragon. Das wohl einfältigste 80er Jahre Zukunftsszenario verpackt in die Technik von Far Cry 3. Kann das gut sein? Und wie? Cyborg-Soldaten über den Haufen schießen, gegen starke Cyberdrachen kämpfen, feindliche Basen einnehmen und die Welt retten. Blood Dragon gibt dem Spieler eine Insel, die im Glanz bunter Neonlichter strahlt. Der Humor mit Anspielungen auf moderne Shooter ist klasse, die Story versucht sich ernst zu nehmen, aufgrund des hohen Trash-Faktors ist dies aber gar nicht möglich. Trotz einfältigem Missionsdesign und kurzer Spielzeit ist Blood Dragon als Standalone-Add-on allein schon wegen der Idee und der gelungenen Umsetzung dieser Idee genial. Platz 9. Dead Space 3? Moment mal, ich habe doch eben noch gesagt, dass Dead Space 3 eine Enttäuschung war. Wie kann es nun auf einmal hier landen? Tja, das ist an sich ganz einfach. Dead Space 3 versagt als Dead Space auf der ganzen Linie und ist in dieser Hinsicht eine Enttäuschung. Aber als Koop-Shooter gesehen ist es kein schlechtes Spiel. Im Gegenteil. Das Gegnerdesign wurde erweitert und die Gegner wurden schneller, Gliedmaßen abtrennen ist weiterhin unterhaltsam. Das Weapon-Crafting-System ermöglicht den Bau von Waffen, wie man sie gerne haben möchte. Die Kampagne ist lang und die Story hat mir auch gut gefallen, da sie Isaac Clarks Geschichte trotz unpassender Ereignisse sinnvoll beendet. Klar hat das Spiel seine Schwächen. Level- und Boss-Recycling, zu viele unüberspringbare Cutscenes, Mikrotransaktionen in einem Vollpreisspiel.
Und trotzdem habe ich das Spiel schon einmal im Singleplayer und einmal im Koop durch. Ein zweiter Koop-Playthrough läuft gerade. Es ist nicht so, dass ich die Schwächen dieses Spiels nicht kenne. Die sind aber eher abseits vom Gameplay, wenn man mal das Boss-Recycling weglässt. Es lohnt sich, Dead Space 3 zu spielen, wenn man sich für die Story interessiert oder einen Shooter für sich und einen Kumpel sucht. Platz 8. Tomb Raider. Ich habe echt lange überlegen müssen, um zu erkennen, warum dieses Spiel überhaupt so gut ist. An sich vereint es alle klischeehaften Elemente eines überzogenen Actionspiels. Das Szenario mit der kleinen unschuldigen Lara, die innerhalb von 2 Stunden zum Massenmörder wird, ist unglaubwürdig wie sonst was. Der ungefähre Spielablauf lautet wie folgt. Cutscene, irgendwo hinklettern, beim Ziel alle Gegner erschießen, Cutscene, das Objekt der Begierde einsammeln, Cutscene, total überinszenierte Fluchtsequenz, Cutscene. Was also ist an diesem Spiel so gut? Es ist der grandiose Spielfluss. Cutscenes lassen sich alle überspringen, wenn man sich nicht für die Story interessiert. Kletter-, Baller- und Fluchtsequenzen gehen fließend ineinander über und gestalten den Spielablauf abwechslungsreicher, als man erwarten würde. Das Gunplay reißt zwar keine Bäume aus, ist aber solide und die Grafik sowie die Animationen sind hübsch. Ich war selbst davon überrascht, wie tief ich in dieses Spiel gesunken bin und wie zufrieden ich am Ende war. Inszenierung und Szenario passen zwar nicht zu Lara oder dem Tomb Raider Franchise, aber das Spiel selbst macht echt Spaß. Platz 7. Call of Juarez Gunslinger. Noch ein Tekken-Spiel, aber das bessere dieses Jahr. Gunslinger rettet die Serie Call of Juarez vor der Selbstzerstörung und ist der beste Western-Shooter des Jahres. Könnte aber auch daran liegen, dass kaum Konkurrenz erschien. Das Spiel treibt die Möglichkeiten eines von A nach B Shooters an die Spitze. Ein Skillsystem für die Verbesserung von Fähigkeiten, Story-Elemente, die Einfluss auf das Spielgeschehen haben, nervenaufreibende Duelle mit den größten Persönlichkeiten des Wilden Westens. Der gelungene Cell-Shading-Look mit stimmungsvollem Soundtrack rundet das Ganze ab. Es ist kein technisch aufwendiges, aber trotzdem ein unterhaltsames und schönes Spiel. Bleibt nur noch zu hoffen, dass Techland diese Richtung beibehalten kann. Platz 6. BioShock Infinite. Die wohl beste Geschichte dieses Jahr hatte mit Abstand BioShock Infinite. Ich frage mich, wie die Köpfe hinter diesem Spiel auf diese Story gekommen sind. Alleine dafür ist das neue BioShock eigentlich schon einen Kauf wert, aber sind die Shooter-Mechaniken denn auch gut? Das war ja der Hauptkritikpunkt an diesem Spiel. Und ich muss sagen, dieser war auch nicht ungerechtfertigt. Der Kampf ist trotz Skyline und verschiedenen Kräften meist sehr statisch und kommt anfangs nur langsam in Fahrt. Ich hatte trotzdem über die meiste Spielzeit Spaß in den Kämpfen, da ich mit den Kräften experimentiert habe. Das erschöpft sich zwar auch gen Ende, unterhielt mich aber dank gutem Feedback. Hinzu kommt der geniale Soundtrack von Gary Scheiman. BioShock Infinite ist also definitiv kein Meisterwerk, aber ein Spiel, welches man gespielt haben sollte. Platz 5. Chivalry, Deadliest Warrior. Oh mein Gott, dieses Spiel. Das Hauptspiel Medieval Warfare bot schon stimmungsvolle und skillbasierende Mittelaltergefechte. Deadliest Warrior nimmt diesen Ansatz und macht daraus einen absurd spaßigen Multiplayer-Slasher. Hier kämpfen Samurai, Spartaner, Wikinger, Ritter, Ninjas und Piraten gegeneinander. Jede Klasse hat unterschiedliche Fähigkeiten und Bewaffnung. Das Kampfsystem wurde zwar etwas casualisiert und hektischer als in Medieval Warfare, ist aber weiterhin brutal, schwierig zu meistern und stimulierend. Der Sound ist über jeden Zweifel erhaben und klingt einfach nur krass. Das Multiteam-Deathmatch ist bei ausbalancierten Teams ein riesiger Spaß. Ihr werdet dieses Spielerlebnis in keinem anderen Spiel da draußen bekommen. Deadliest Warrior ist unbestritten der Multiplayer-Titel, mit dem ich dieses Jahr am meisten Spaß hatte. Legendary! Platz 4. Outlast. Mein persönliches Highlight im Horrorgenre. Das Debütspiel vom Entwickler Red Barrel ist ein gelungener Survival-Horror-Trip in eine Anstalt voller mordlustiger Irrer.
So weit, so unoriginell. Aber das Ganze wurde ausgezeichnet umgesetzt. Sich vor irren oder bekannten Gegenspielern zu verstecken oder vor ihnen zu fliehen, erzeugt immer wieder spannende Situationen. Die bedrohliche Atmosphäre des Settings sowie die stimmige Klangkulisse üben Druck auf den Spieler aus. Die Geschichte kommt zwar erst langsam ins Rollen, hat aber echt einige Höhepunkte, die mich teils schockiert, teils überrascht haben. Das Spiel lässt einen einfach bis zum Ende nicht los. Das Beste, was man momentan im Horrorgenre bekommen kann. Und das zu einem relativ günstigen Preis. Platz 3. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst Edition für den PC. Nee, jetzt Spaß mal beiseite. Über die Ankündigung, dass dieses Spiel auch für den PC kommt, habe ich mich echt gefreut. Und meine Freude war auch berechtigt. Ultimate Ninja Storm 3 kommt mit einer riesigen Charakterauswahl und einer langen Kampagne, welche die emotionale Geschichte des vierten großen Ninja-Krieges und Narutos Eltern zwar nicht immer wie im Anime, aber immer noch großartig erzählt. Das Kampfsystem wurde an einigen Stellen sinnvoll erweitert und ist nach wie vor in diesem Genre einzigartig. Die Präsentation ultimativer Jutsus in normalen Kämpfen ist atemberaubend. Die Bosskämpfe gegen riesige Gegner sind erstklassig inszeniert. Die Cutscenes haben das Konzept der Anime-Vorlage in sich und meistens denkt man, man würde hier tatsächlich einen Anime gucken. Unterstützt wird das Ganze von dem zeitlosen und immer noch passenden Grafikstil. Das Spiel ist ein erstklassiges Beat'em-up, welches Nicht-Kenner des Franchises sicher nicht mögen werden, da es hier tatsächlich Cutscenes gibt, die über 30 Minuten lang sind. Man kann sie zwar überspringen, dann erschließt sich einem die Story aber nicht, da einem sowieso Hintergrundinformationen fehlen. Es baut auf den Vorgängern und auf dem Anime auf und ist daher Fansupport erster Klasse. Es kommt zwar wegen einigen Verschlimmbesserungen im Spielablauf nicht ganz an Ultimate Ninja Storm 2 ran, für mich als Fan des Animes ist es aber ein hervorragendes Spiel. Platz 2. DMC Devil May Cry. Bin ich eigentlich der Einzige, der dieses Spiel mochte? Auf dieses ganze Gehate im Internet wegen diesem Spiel, welches schon vor Release losging, komme ich echt nicht klar. Akzeptiert endlich, dass das Kapitel des älteren Dante zu Ende ist. Das hier ist ein Reboot der Reihe mit dem jungen Dante. Ja, er mag einfach nur ein kindischer Rebell sein, dem alles egal ist, aber das passt gut in dieses Spiel. Die Story sowie die Charaktere verdienen zwar keinen Award, ergeben aber trotzdem eine spannende Handlung, dessen Thematik ich sehr ansprechend fand. Vor allem, dass einige Facetten aus Dantes und Virgils Kindheit beleuchtet werden, hat mir gefallen. Die wahre Stärke dieses Spiels ist aber das Kampfsystem. Ich habe selten ein Spiel gesehen, welches sich trotz vieler möglicher Kombos durch die Kombinierung verschiedener Waffen während einer Combo noch so gut spielt. Meistens sind mir solche Spiele zu komplex und ich belasse es bei 2 bis 3 Kombos, die ich immer mal wieder einsetze. Doch Devil May Cry hat es geschafft, mir mehr beizubringen. Der Kampf gegen die Höllenbrut ist stylisch und gestaltet sich abwechslungsreicher als in jedem vorherigen Devil May Cry. Die Bosskämpfe sind genial und sehen durch das fantasievolle Artdesign des Spiels super aus. Die deutsche Synchro ist zwar nicht so gut wie die englische, aber immer noch ganz in Ordnung. Die Level im Limbo mit Sprungpassagen sind meist mehr als nur ein Korridor und verändern sich durch dynamische Events. Dieses Spiel wurde zu Unrecht vorab verurteilt. Wenn die Fans der alten Devil May Cry Spiele dieses Reboot nicht mögen, dann sollen sie es halt nicht spielen. Dann aber bitte auch aufhören, es schlecht zu machen. Devil May Cry holt aus dem Genre alles raus und kombiniert das Ganze mit einer in sich interessanten Handlung, die eben besondere Ansprüche hat. Es ist das beste Action-Adventure, das ich seit langem gespielt habe. Und mein Spiel Nummer 1 2013 ist Metro Last Light. Qualitativ ist dieses Spiel sicher nicht das Beste dieses Jahr, doch es ist unbestritten mein Highlight. Last Light ist mit seinen dunklen Metrotunneln voller Mutanten sowie gelungener Klangkulisse der wohl atmosphärischste Shooter des Jahres. Die Story beleuchtet einen Abschnitt des Metro-Universums, der nicht in den Büchern auftaucht und mündet in einem passenden Ende, wenn man durch gute Taten das alternative Ende bekommt. Die Kämpfe gegen Menschen sind solide und es existieren Möglichkeiten, sie zu umgehen oder leise auszuschalten,
Mutanten greifen von allen Seiten an und verwickeln den Spieler in hektische Gefechte. Wer seine Grafikkarte auslasten möchte, bekommt hier sehr scharfe Texturen, schöne Effekte und an der Oberfläche atemberaubende Panoramen. Ich habe dieses Jahr kein Spiel gespielt, welches besser aussah. Metro Last Light hat seine Probleme. Es ist sehr kurz und manchmal nimmt es den Spieler einfach zu sehr an die Hand, ohne ihm Freiheiten zu lassen. Allerdings gibt es da draußen kein anderes Franchise, welches das eigene Szenario so gekonnt einsetzt wie Metro. Es hat dieses Jahr beeindruckend gezeigt, zu was ein PC fähig ist und das solide Shooter-Gerüst auf eine Weise in das atmosphärische Szenario eingebaut, das einem bis zum Ende nicht langweilig wird. Ich habe dieses Spiel an einem Tag durchgespielt, um es dann 2 Tage später noch einmal im Ranger-Modus zu spielen. Für mich als Fan der Bücher, des Vorgängers und der Thematik selbst ist Metro Last Light das beste Spiel des Jahres 2013. So, das waren meine Lieblingsspiele des vergangenen Jahres. Irgendwie viel zu viele Shooter, aber ich hoffe, man konnte meine Standpunkte nachvollziehen. Vielen Dank für das Interesse und fürs Zusehen natürlich auch und viel Erfolg im Jahr 2014, das uns hoffentlich viele gute Spiele bescheren wird.